Jetzt zieht Mercedes endgültig die Reißleine. Der RBB hat berichtet, dass das erste Mercedes-Werk vor dem Aus steht und viele Mitarbeiter ihren Job verlieren würden. Der Konzern verlegt die Produktion nach Polen, weil die grüne Transformation Deutschland zerstört. Die Zustände werden immer dramatischer und bei Mercedes herrscht jetzt Alarmstufe Rot. Schauen wir uns diese brisanten Informationen mal an. Los geht's. Bereits das ganze Jahr über kommt Mercedes nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus und die Zukunft für die Firma mit ihren über 150.000 Mitarbeitern sieht mit jedem Tag düsterer aus. Ich meine, vor ein paar Monaten, da gab es ja die Schlagzeile, dass Mercedes alle Autohäuser in Deutschland dicht macht und das war bereits ein deutliches Alarmsignal. Aber die Bundesregierung hat das komplett ignoriert und sie hat das Ganze damit schön geredet, naja, das sind ja nur Autohäuser. Solange es nicht die wichtigen Fabriken sind, ist das schon nicht so schlimm. Tja, aber jetzt kommt es, wie es kommen musste. Weil jetzt folgte nämlich die nächste Schreckensmeldung von Mercedes und jetzt steht offenbar die erste Fabrik auf der Kippe. Der RBB schrieb, Mercedes Standort Ludwigsfelde ab 2030 gefährdet. Bei Mercedes am Standort Ludwigsfelde in Teltow-Vlemung ist weiterhin unklar, was im Werk nach dem Jahr 2030 produziert wird. Das hat Tobias Kunzmann von der Gewerkschaft IG Metall in Ludwigsfelde dem RBB am Donnerstag gesagt. Bis 2030 gibt es einen Beschäftigungsschutz für die etwa 1800 Mitarbeiter. So lange werde in der Fabrik noch Fahrzeuge des Modells Sprinter produziert. Diese Auskunft habe der Betriebsrat in der Konzernzentrale bekommen, so Gewerkschaft IG Metall. Doch das Nachfolgemodell soll dann in Polen produziert werden. Tja, meine lieben Zuschauer, da haben wir es schwarz auf weiß. Deutschland wird gerade komplett deindustrialisiert und die grüne Transformation der Regenbogenparteien zerstört unser ganzes Land. Weil diese Nachricht von der Verlagerung des Sprinters nach Polen zeigt eindeutig, dass dieses Modell nicht unrentabel ist, sondern nur der Standort Deutschland unrentabel ist. Mercedes steckt hier richtig tief in der Krise, was vor allem daran liegt, dass niemand die aufgezwungenen Elektrofahrzeuge kaufen will und erst kürzlich veröffentlichte Mercedes bereits die zweite Gewinnwarnung für diesen Jahres. Hier seht ihr mal den Aktienkurs von Mercedes und Anfang des Jahres hatte der sich etwas erholt, aber seit April rauscht der ohne Ende ab. Runter von 77 auf 57, das ist ein Absturz von 25%. Aber nicht nur Mercedes stürzt ab, sondern auch die anderen Autobauer. Volkswagen ist runter von 152 auf 95 und BMW ist runter von 115 auf 74. Im Endeffekt sind alle deutschen Autobauer betroffen, weil die grüne Transformation ganz Deutschland ruiniert und alles abstürzt. Im Gegensatz zu der Weltwirtschaft, weil der größte Teil der Welt, der ignoriert diese grüne schädliche Transformation, siehe Amerika, China, Indien, Russland, Afrika und so weiter. Hier seht ihr mal den ETF MSCI World, der ja die ganze Weltwirtschaft abdeckt. Dort ist es bereits seit Jahresbeginn von 15 auf 18 angestiegen. Das ist ein Anstieg auf um 20%. Während also die Weltwirtschaft um 20% ansteigt, ja zumindest in den Kursen hier, schmieren unsere Autobauer um 20% und 25% ab. Wenn ihr also in irgendwas investieren wollt, dann aktuell bitte nicht in die deutschen Autobauer, sondern in internationale Aktien oder in weltweite ETFs. Den Link zu meinem Broker Freedom24, den packe ich euch mal in die Beschreibung unter dem Video. Und man muss hier ganz klar festhalten, nach der Chemiebranche und der Stahlbranche schmiert nun auch noch die Automobilbranche komplett ab und damit das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und des deutschen Wohlstandes. Und es sind ja nicht nur die Autobauer selber, sondern auch die ganzen Zulieferer. Apollo hat geschrieben, ZF,
Zerfall eines Riesen. Automobilzulieferer ZS ist größer als Porsche, aber droht jetzt an der grünen Transformation zu zerbrechen. Nun beginnt der Kahlschlag, jeder dritte Standort soll schließen. Über Deutschlands zweitgrößten Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen prasseln derzeit fast täglich Hiobsbotschaften ein. Wie die Geschäftsführung am Dienstag der Abteilungsleiter unterrichtet hat, sollen am Standort in Saarbrücken 4.400 bis 4.500 Arbeitsplätze abgebaut werden. Andere Standorte wird es noch heftiger treffen. Gesamtbetriebsratschef Achim Dietrich spricht gegenüber Handelsblatt davon, dass es eine Liste von Standorten gibt, die man im Eilverfahren schließen wolle. Von den 24 Standorten in Deutschland sei mehr als ein Drittel akut von der Schließung bedroht. Entwarnung könnte er für keinen Arbeitnehmer geben. Im Sommer gab das Unternehmen bekannt, 14.000 Arbeitsplätze abbauen zu wollen. Dem Betriebsrat zufolge sei das jedoch erst der Anfang eines beispiellosen Kahlschlags der ZF bevorstehe. Wir sehen hier also gerade einen beispiellosen Absturz unserer ganzen Wirtschaft mit Auslandsverlagerung und mit Rekordinsolvenzen. Und bisher hatte es bei den Insolvenzen ja hauptsächlich die kleineren Firmen und die Mittelständler getroffen, aber jetzt geraten auch die großen Firmen in den Strudel und sie flüchten ins Ausland. Und wie krass die Situation ist, das hat Deutschlands riesige Firma Siemens jetzt offiziell auf einer Pressekonferenz gesagt. Schaut euch mal dieses kurze Statement von Siemens an. Bei Investitionsentscheidungen meines Hauses ist Deutschland nicht außen vor. Aber in Deutschland gibt es kein Wachstum. Wachstum gibt es in anderen Ländern. Und steuerlich sieht es halt auch nicht besonders doll aus. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, was dafür spricht, in Deutschland zu investieren. Und deswegen sind unsere letzten Investitionen auch zum großen Teil im Ausland erfolgt. Boah, wie krass ist das denn, ja? Der Siemens-Manager sagt hier offen in die Kamera, es gibt eigentlich nichts, was dafür spricht, in Deutschland zu investieren. Und das ist doch absolut geisteskrank. Und das Krasse ist, dieser Zustand, der ist ja nicht erst jetzt so schlimm, diesen Monat, sondern bereits seit einigen Jahren. Die grüne Transformation hat ja unter der Merkel-CDU begonnen, siehe Energiewende und Verbrennerverbot, und wurde jetzt durch die Ampel einfach nur noch auf die Spitze getrieben. In den letzten Jahren haben die Firmenchefs von den großen Unternehmen dazu noch nichts öffentlich gesagt, weil man versucht hat, diese Probleme noch irgendwie in den Griff zu bekommen oder gehofft hat, dass die Politik sich ändert. Aber mittlerweile ist die Situation so schlimm, dass sich sogar Siemens hinstellt und in der Öffentlichkeit sagt, dass nichts mehr für das spricht, für Deutschland zu investieren. Mit anderen Worten, der Standort Deutschland ist tot, und ohne eine 180-Grad-Wende gehen wir Vollgas zurück in die Steinzeit. Und deswegen mein großer Appell, bitte wählt bei jeder Gelegenheit diese zerstörerischen Regenbogenparteien ab. Ansonsten wird nämlich nicht nur ein Mercedes-Werk in Ludwigsfelde mit 1.800 Mitarbeitern schließen, sondern alle Mercedes-Filialen mit über 150.000 Mitarbeitern und auch die ganzen Autobauer und Zulieferer noch dazu. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr davon betroffen seid und was ihr von dieser dramatischen Entwicklung in Deutschland haltet.